Ja, servus, herzlich willkommen. Wieder mal endlich ein Waffenvideo. Wir haben heute von Oberland Arms das OA-15 bei uns in 223 Remington. Bei dieser Firma bekommt ihr es. Es gibt mehrere Hersteller in Deutschland, aber diese Firma hier ist tatsächlich die erste in Deutschland gewesen, die das AR in Deutschland hergestellt hat. Und zwar schon seit 1998 machen die das. Wir haben jetzt heute eine Custom-Made OA hier. Und zwar gibt es bei Oberland Arms die Möglichkeit, dass ihr euch ein Gewehr komplett so herstellen lassen könnt, wie ihr es wollt. Mit Anbauteilen, Farben etc. und so weiter und so fort. Das wollen wir uns heute mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann schießen wir das im Anschluss. Und dann habt ihr mal so einen kleinen Überblick, was Oberland Arms alles leistet. So, hier drin haben wir das schöne Gewehr. Hier sind schon ein paar Sachen geändert worden. Noch nicht alles, was der Hersteller, der Besitzer hier von der Waffe wahrscheinlich tauschen wollte. Aber wir zeigen euch mal kurz und knapp die kleinen Änderungen, die er vorgenommen hat. Die Waffe wiegt ein bisschen über 3 Kilo. Das ist nicht viel. Merkt man auch, die ist wirklich schön leicht. Also bei der hier haben wir die Super Premium Ausführung. Das ist ein schwererer Lauf, ein massiverer. Der wird nicht so schnell heiß geschossen. Da ist halt eben auch der Vorteil dran. Die ist Cerakote beschichtet in Oliv. Hat obendrauf die Picatinny-Schiene. Komplette durchgehend von Anfang bis Ende. Ein M-Lock-Griff von Geissele ist drauf. Und der ist auch ziemlich leicht. Also da haben wir, glaube ich, Aluminium verbaut. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, nagelt mich nicht fest. Vorne drauf hat er sich schon einen Vordergriff hier dran machen lassen. Dann hat er die Standard-Schulterstütze mit dabei. In der Schulterstütze habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten, einen Trageriemen anzubauen. Einmal hier unten an dem großen Haken. Könnt ihr auch an der Seite hier reinstopfen in dieses Loch. Gibt es diese leichten mit den Druckknöpfen, die Verschlüsse. Oder hier an den Kranz. Ja, das ist hier ein kleiner Metallring, der außen rum geht. Könnt ihr rechts oder links dann einbauen. So sichern könnt ihr die Waffe natürlich nur, wenn die gespannt ist. Ich mache mal hier kurz das Fähnchen raus. So. Jetzt können wir die Waffe auch sichern. Es geht halt nur im gespannten Zustand. Hier die Staubschutzklappe. Dann an der Seite. Wir zeigen euch jetzt gleich nochmal alles von nahem. So, was haben wir noch? Wir haben hier oben drauf die abklappbare Kim und Korn von Oberland Arms auch selber drauf gemacht. Also das sind Eigenprodukte aus dem Eigenhaus. Und dann haben wir noch eine Besonderheit, die Oberland Arms jetzt auch seit kurzem hier verbaut. Das ist die Mündungsbremse, die unten, sieht man hier, zu ist. Also wir haben nur oben Schlitze drin. Soll verhindern, dass man quasi beim Schießen auf dem Boden nach unten Gas ausbläst und das Ganze ins Gesicht bekommt. Er hat mittlerweile auch den Bandschieber gewechselt. Der ist ein anderer. Das ist nicht der normale Standard mitgebrachte von Oberland Arms. Können wir euch gleich mal den Unterschied auch zeigen zwischen den beiden. Was haben wir noch mit dabei? Wir haben zwei Magazine jetzt hier drin. Eins wird normal mitgeliefert, ein zweites hat er mitbestellt. So, das sind jetzt 10 Schuss. Laut dem neuen Waffengesetz nur noch 10 Schuss möglich. Und dann haben wir noch mit drin, tatsächlich, von den Tactical Fairies, hier noch ein kleines Shoutout. Schaut da mal rein. Die arbeiten sehr viel mit Oberland zusammen. Übrigens haben sie auch von uns ein paar coole Merchandise-Shirts und Tassen. Sieht im Hintergrund TechBit Apparel, schaut's mal rein. Wo könnt ihr ein Oberland Arms Gewehr schießen? Geht mal dazu zum MSZU, wenn ihr Bock habt, wenn ihr in der Nähe wohnt. Deswegen hier MSZU-Kappe, kleine Schleichwerbung, aber bei denen könnt ihr so ziemlich viele schießen. Und das Oberland Arms hat jetzt auch öfters mal bei denen ein Event gehabt, das man da mal testen kann. Was jetzt hier auch noch verbaut ist, das kann man sich natürlich auch vorher schon machen lassen. Hat sich hier der Kunde gleich mitgemacht. Ich mache mal auf Entsichern. Ihr seht ja, hier ist alles leer, alles cool. Das ist hier der Matchabzug von Trigger Tech. Der hat 1,4 Kilo Gewicht. Das ist wirklich mega wenig. Dumm. Hui! Ich habe kaum eine Bewegung gesehen auf meinem Finger. Und ich habe auch kaum eine gespürt. Also man spürt das Klick. Puff, mega cool.
Richtig geil. Wie funktioniert so ein Eier? Das Eier ist definitiv ein bisschen eine andere Version ist, vom Sturmgewehr, wie jetzt zum Beispiel ein G36 mit einem Verschluss, der auch mit dem Spannschieber quasi verbunden ist. Hier ist der getrennt voneinander, der läuft hier oben entlang. Und der Verschluss quasi kann auch unabhängig von diesem Spannschieber bewegt werden. Das ist beim G36 natürlich anders. Wenn ihr den nach hinten zieht, zieht ihr auch den ganzen Verschluss mit hinter. Das ist schon mal so viel für die Leute, die noch nie ein AR-15 in der Hand gehabt haben, aber so etwas ähnliches vom Prinzip her wie ein G36. Ich weiß, es gibt noch viele andere Verschlussarten, aber das sind so die größten Unterschiede zum Beispiel. Und dadurch liegt jetzt auch natürlich viel Gewicht hier hinten drin. Man sieht das auch hier, ich kann das auch ohne Probleme mal kurz so halten. Die ist nicht wirklich sehr schwer nach vorne hin, also da kann ich auch ohne Probleme hier mit arbeiten. Das ist schon mal ein riesen Vorteil, auch läuft die Waffe halt ein bisschen ruhiger. Aufgrund dessen, dass jetzt hier vorne kein Gaskolben, also keine Gasabnahme über einen extra Kolben passiert, ist hier vorne einfach weniger Gewicht. Das hat man zum Beispiel bei G36 einfach, da ist dann hier vorne nochmal eine extra Feder drin, mit dem Gaskolben, in einem extra Halter dafür. Und also bei dem Direct Impingement System wird halt eben das Gas über dieses kleine Gasrohr nach hinten geleitet und hier hinten abgenommen. Während wir halt natürlich beim G36 dann vorne die Abnahme haben, die passiert vorne auf dem Gaskolben und wird dann eine Antriebsstange bewegt, die komplett nach hinten schiebt und den Verschluss dann eben betätigt. Das haben wir alles hier drin. Das zeigen wir euch jetzt mal aus Nahen. So, dazu kann man hier einfach dieses kleine Fähnchen auch nehmen. Wurde mir gerade gezeigt. So, hier vorne und da sind jetzt dann quasi die Stopfen. So, einmal hier durch. Ah, genau, und das ist nämlich auch was Schönes. Das ist hier nämlich ein Unterschied zum G36 zum Beispiel, wo wir dann mit Stopfen arbeiten, die komplett rausgenommen werden. Hier können die nicht verloren gehen, die bleiben einfach hier stecken. Seht ihr jetzt schon mal, hier klappt dann jetzt der ganze Lauf vom Lower weg. So, und hier hinten oben drin jetzt ist der Verschluss mit dem Spannschieber. So, den nimmt man einfach raus. Einmal der Verschluss. Genau. Und den Spannschieber. Der mitgelieferte von OA und derselbe beschafft jetzt hier. Wir haben hier den Unterschied, dass wir nur auf der linken Seite quasi den Haken lösen können, damit wir spannen können. So ist natürlich jetzt halt eben blöd, wenn man Linkshänder ist und auf der anderen Seite mit der rechten Hand spannen möchte, dann muss man umgreifen. Deswegen gibt es dann solche, mit denen kann man quasi ambidextrus arbeiten, ne? Ambidex, wie man auch gerne sagt. Ja, da kann man einfach auf jeder Seite ziehen. Ne? Ihr seht, mache ich auf der Seite oder auf der Seite. Die Kralle geht immer raus. Ich nehme das Ganze nochmal hier rein. Zack. So. Und dann schieben wir das Ganze wieder rein. Fertig aus. Und dann kann ich hier oben einfach ganz normal wieder den Bolzen durchdrücken. Fertig. Geht super schnell, ziemlich unkompliziert. Mir fallen die ganzen Bolzen nicht weg. Das ist schon mal auch ein schöner Vorteil. Also relativ einfach und doch verlässlich, dieses System. Ja, heute machen wir das ein bisschen anders. Wir gehen auf einen 100 Meter Stand und haben keine Vergrößerung mit drauf, sondern machen das mit Kim und Korn, und zwar richtig männlich. Wie wir uns dabei schlagen, zeigen wir euch dann gleich. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Oberland Arms oder zu TechBit Apparel oder auch zu den Tactical Fairies, ich schreibe euch die Links alle unten rein. Dann schreibt mir auch unten einfach in die Kommentare, wenn ihr weitere Fragen habt, die ich jetzt hier nicht beantwortet habe. Jetzt habt ihr mal im Groben gesehen, wie so ein AR funktioniert. Das erste in Deutschland hergestellte AR-15 von Oberland Arms. We'll be right back.
Falls euch das Video gefallen hat, schaltet doch fürs nächste Mal wieder rein bei Tactical Gunny Beard. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Gunny out.